Nina Stojković. Die falschen Springer haben trainiert viel. Man springt dann natürlich auch nicht gleich so an Felsen, was man da zum Schluss gesehen hat. Und das Ganze ist ein Weg, ein recht langer, intensiver Weg, bis man dort ist. In die Mitte, dass du die Leute in deiner ganzen Pracht sehen kannst. Und das Gespür für Felsen, das fasziniert. Wir wollten einen nachhaltigen Film machen und sitzt du leise? Hallo, jetzt ist mittlerweile schon der dritte Tag vom Filmfest. Wir sind wie immer in der Pause und heute habe ich wieder wen für euch spät. Das ist der Rudi Hauser. Ja, ungewohnt. Es ist eigentlich nicht so ein Trubel um das Ganze. Ich sehe das auch sehr nüchtern. Wie gesagt, das ist für mich jetzt nicht irgendwas Heldenhaftes, sondern ich tue das einfach gern.